Also da im letzten Vers 13, da hieß es noch, so nehme ich aus Mitgefühl all seine Fehler auf mich. Das bedeutet, dass ich auch ein weiches Herz, einen offenen Geist für all die ja, negativen Eigenschaften des anderen entwickle und Fehler, Karma und so weiter auf mich nehme. Also auch aus Mitgefühl gar nicht in einer Schuldzuweisung bleibe, sondern im Verständnis und im Annehmen dessen, wie jemand sich verhalten hat oder sich verhält. Die Gefahr ist immer, dass diese so weisen Hinweise, dass wir die bei uns abhaken als ein Programm, wie ich eigentlich sein sollte. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Dann komme ich aus so einer Abendunterweisung heraus und bin völlig fertig. Ja, weil ich für mein Über-Ich-Programm so viel Nahrung bekommen habe, wie ich sein sollte und so weiter. Und es ist nicht lebbar. Das geht so nicht. Es darf nur so gehen, dass es uns auf eine feine Art und Weise eine Inspiration ist. Ah ja, so könnte man das Leben ja auch betrachten. So eine, ah ja, so könnte sich das ja auch anfühlen. Einfach so eine Ahnung, wie es anders sein könnte. Und das reicht eigentlich schon aus. Kein Programm, wie ich zu sein habe. Ich habe sehr kurze Zeit gebraucht, um das zu lernen, wie man eigentlich sein müsste, und dann 2 Jahrzehnte damit verbracht, mich wieder zu deprogrammieren. Ja, also nur um euch zu den Weg eines buddhistischen Mönches, das war dann also richtig motiviert, genau so zu sein, hochmotiviert, und dann zu merken, geht nicht. Sondern da wirklich dann den Akzent wieder drauf zu legen, so authentisch, wie es nur irgendwie geht, nicht versuchen, jemand anders zu sein, einfach so immer wieder im Kleinen das Herz zu öffnen. Das sind die kleinen Situationen, aus denen das Leben besteht. Nicht diese paar Situationen, die ich euch da erzählt habe. Das sind zwar große Situationen, die man gut erzählen kann, aber fragt mich nicht, wie mein Mitgefühl aussieht mit meiner Partnerin oder so. Ja, das sind die schwierigen Fragen. Ja, also wisst ihr, da geht's eigentlich lang. Ja, da ist es, wo es darum geht, dann wirklich hinzuschauen und zu gucken, wie ich da eigentlich die Welt sehe, wie ich da mit meinem Herzen die Welt betrachte. Und die Fehler zu lieben. Du hast aber ein starkes Programm laufen. Ja. Soweit möchte ich auch mal kommen, die Fehler zu lieben. Ja. Das ist schon ganz nett, wenn ich die Schwierigkeiten mit einem gewissen Wohlwollen begrüße. Was manchmal vorkommt, aber so meistens ist es nicht ganz die spontane Reaktion. Und wenn sie dann mal spontan kommt, dass man spontan Schwierigkeiten begrüßt, dann ist das wirklich ein Zeichen, dass der eigene Geist geschmeidiger geworden ist. Nummer 14. Selbst wenn mich jemand auf vielfältige Weise derart verleumdet, dass es im ganzen Universum zu hören ist, so preise ich mit liebevollem Geist immer wieder seine Qualitäten. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Ich könnte das ganz kurz erklären, vielleicht mache ich das auch. Nur so hört Verleumdung auf. Punkt. Gibt es noch irgendeine Frage? Das stimmt, ne? Jemand, der verleumdet, möchte, dass man seine eigenen Qualitäten sieht. Ist unsicher in seinem Selbstwertgefühl. Hat Angst, nicht geliebt, nicht gelobt zu werden, nicht im Mittelpunkt zu stehen und muss deswegen andere verleumden, sich schlecht machen. Was können wir Besseres tun, als wirklich Qualitäten zu preisen, Qualitäten zu unterstreichen und uns nicht auf diese Art des Kampfes, der Rivalität einzulassen?
ähnlich wie mit der Aggression, Wut und mit dem Hass, wirklich im Mitgefühl zu bleiben, so bei der Verleumdung, im Wertschätzen der Qualitäten zu bleiben. Ein sehr seltsames Programm, ne, dieses Programm der Bodhisattvas. Aber es wirkt. Es ist sehr, sehr wirkungsvoll. Zum Beispiel bei einer Scheidung. Wenn sich Partner scheiden lassen. Der Standard ist, dass der eine den anderen schlecht macht. Also dann nur noch eigentlich auch die schlechten Seiten sieht, die schwierigen, und darüber spricht. Wie viel schöner ist es, wenn es uns möglich ist, die guten Seiten weiterhin zu wertschätzen, anzusprechen und uns nicht so sehr auszubreiten oder gar zu übertreiben, was da an Schwierigem ist. Ja, wir kennen das doch alle, oder? Also aus unserem Umkreis, vielleicht aus dem eigenen Leben, wie sich so etwas ins Gegenteil verkehrt. Wie aus dem Verliebtsein und dem übertriebenen Sehen der Qualitäten des anderen dann das übertriebene Sehen der Fehler des anderen wird. Und wie schnell das gehen kann. Und wie gut man das drauf hat, dann auch anderen das so zu erzählen. Dann könnte es sein, dass der Partner, die Partnerin uns richtig schlecht macht. Und dann dabei zu bleiben, zu sagen, okay, aber da war ganz viel Gutes, und immer wieder über dieses ganz viel Gute zu sprechen. Und auch die Qualitäten des anderen zu betonen und zu sagen, ja, unterm Strich ist das viel wichtiger. Aus dem Schwierigen kann ich lernen und ich bin dankbar dafür. Dann hätten wir sehr viel mehr gute Trennungen, sehr viel mehr gute Scheidungen. Könnte man leichter wieder zueinander finden, leichter sich um die gemeinsamen Kinder kümmern und. Oder sich gar nicht trennen. Sie sagte, oder sich gar nicht trennen. Mhm. Ja, also ihr könnt ja gern noch mal drauf zurückkommen, aber ich möchte jetzt mit Vers 15 weitermachen. Ist das jetzt eine Frage zum Text? Ja. Okay, dann würdest du mal das Mikro nehmen. Ist es doch auch hilfreich, mich zu stärken im Gürtel, wenn das nötig ist? Mich zu stärken im Gürtel? Also auch meine Qualitäten mir zu sagen? Auch. Besonders, wenn man daran irgendeinen Zweifel hegt. Dann ist es gut, sich auch wirklich ganz klar zu den eigenen Qualitäten zu bekennen und die zu bekräftigen. Das ist übrigens der tiefere Sinn von Yidam-Praxis im tibetischen Buddhismus. Wenn man auf sich selbst meditiert, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel der Tara, wenn man sich selbst als Tara oder Chenrezig Avalokiteshvara meditiert, das ist ein tiefes Hineinfinden, Vertrauen entwickeln in die eigenen Qualitäten. Und dazu stehen, dass diese Buddha-Qualitäten in uns sind. Es hat mal jemand gesagt, es heißt auch, dass man selber die wichtigste Person ist, so lang, bis man die Dinge etwa beherrscht, wo du beschrieben sind. Und danach? Dann ist man selber so gefestigt, dass man ihm anderen helfen kann, wenn er Hilfe braucht. Mhm. Ja, so kann man es sehen. Mhm. Ich möchte ja immer, dass ich für die anderen Personen die wichtigste Person bin. Für mich selbst ist das schon klar. Und sollte mich jemand vor vielen Leuten verletzen und meine verborgenen Fehler bloßstellen, so betrachte ich ihn als spirituellen Freund, spirituellen Lehrer und verbeuge mich respektvoll vor ihm. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Wahrscheinlich erspürt ihr sofort, was die Bedeutung ist von diesem Vers. Das ist sehr plastisch beschrieben.
die andere Person ist mir in dem Moment eine spirituelle Freundin, ein Freund, ein Lehrer, weil sie mir das ganze Ausmaß der eigenen Ich-Bezogenheit zeigt. Und sich das und auch vor anderen voll und ganz einzugestehen, das ist das Heilsamste überhaupt. Es gibt im Lojong, also in diesem Geistestraining, einen anderen Merkspruch. Und zwar geht es um die Maßstäbe für Fortschritt in der Praxis. Und da heißt es, über keinen einzigen eigenen Geisteszustand mehr Scham zu erleben, nicht mehr beschämt zu sein über irgendeinen meiner Geisteszustände. Das ist ein Zeichen von Fortschritt. Das heißt, wenn jemand anders anspricht, wie stolz ich bin, wie und, Punkt, 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 dann ist man gar nicht mehr beschämt darüber, sondern sagt, stimmt genau. Ja, stimmt. Weil man hat so gut in den Spiegel geschaut und auch das schon angenommen und ist daran, damit zu arbeiten. Und dann ist es auch möglich, dass jemand anders das öffentlich anspricht und man das annehmen kann. Und es nicht sofort die Verteidigung auslöst, die Konterattacke. Aber das geht nur, wenn nicht gleich diese Scham ausgelöst wird. Also wenn man damit dann auch wirklich im Reinen ist, wenn das so angesprochen wird. Das ist eine unglaubliche innere Freiheit. Dann ist er doch noch nicht befreit von diesen Dingen, die da angesprochen wird, aber man ist befreit davon, so zu tun, als wenn es die nicht gäbe. Deswegen ist hier von verborgenen Fehlern die Rede, die man nicht wahrhaben möchte. Das ist eine große Geschichte, großer Schritt im Leben. Es ist kein wirklicher Schritt, es besteht aus vielen kleinen Schritten, aber es ist eine große Haltungsänderung. Das ist das, was ich ausdrücken wollte. Man kann diesen Schlusssatz, das ist die Praxis aller Bodhisattvas, einfach als Tatsache verstehen. Eine Beschreibung von dem, wie große Erwachte tatsächlich sind. Wenn man natürlich ein großer Bodhisattva sein möchte, dann versteht man das als eine Aufforderung, so zu sein. Aber es hilft uns, die wahren Qualitäten zu erkennen. Es schärft diese Art von Unterweisung, schärfen den Blick für die wahren Qualitäten in der Welt, das, worum es wirklich geht. Am Ende unseres Lebens geht es nicht mehr darum, wie oft wir Recht gehabt haben. Das kümmert sich niemand mehr drum. Uns selber auch, macht es nicht glücklich. Glücklich macht uns nur, ob unser Herz offen ist. Du lachst, als ob du das kennen würdest. Also ich kenne das auch. Es ist manchmal schwer, sich einzugestehen, dass man gerade wieder dabei ist, Recht haben zu wollen und das über die Herzensöffnung stellt. Das ist absurd, aber so ist das ja oft. 16. Wenn mich jemand als Feind betrachtet, obwohl ich ihn wie mein eigenes Kind umsorgt habe, so bringe ich ihm noch mehr Liebe entgegen, wie eine Mutter ihrem erkrankten Kind. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Dieser Vers, der hat mich immer schon berührt. Da ist etwas ganz Besonderes drin. Und zwar sehe ich da vor meinem inneren Auge, wie jemand sich aufrichtig um eine andere Person kümmert, wie ums eigene Kind. Da sind manchmal, ich habe das dann auch erlebt, Lehrer-Schüler-Beziehungen, wo man jemanden begleitet durch Jahre hindurch. Oder tatsächlich, vielleicht habt ihr Kinder, um die ihr euch aufrichtig gekümmert habt und die sich eventuell dann gegen euch als Eltern gewendet haben
Und wie schwer das auszuhalten ist. Was ist da vorgefallen? Weil fragt man sich immer, was ist da passiert? Und die Enttäuschung, die Verwundung, die Verletzung ist unglaublich groß, weil man doch eigentlich nur immer das Beste gewollt hat. Ob man es getan hat, ist eine andere Frage. Aber man hat es gewollt und man hat sich so verhalten, dass es doch eigentlich wenigstens einen Funken von Dankbarkeit geben sollte. Ganz zu schweigen von Liebe. Also das berührt einen dann unglaublich stark, wenn von dort, wo man es gar nicht erwartet hätte, die Kritik kommt und wir als Feind betrachtet werden. Das passiert manchmal zwischen Eltern und Kindern, das passiert manchmal zwischen Lehrern und Schülern, und das passiert auch zwischen Liebespartnern, das passiert immer wieder mal, dass es zu solchen Entwicklungen kommt. Und dann verschließt sich unser Herz meistens, das heißt meistens, so oft erleben wir das ja nicht, aber dann in den meisten Fällen verschließt es sich im Gram. Das nennt man Gram. Das ist, da sind wir tief bekümmert und tief betroffen. Und da heißt es hier, so bringe ich ihm noch mehr Liebe entgegen, wie eine Mutter ihrem erkrankten Kind. Das kennt ihr auch. Wer eine Mutter dem Kind, was dann krank und wütend um sich schlägt und sich gar nichts mehr und total quer liegt und nur noch am Quengeln ist und schlimm und abwehrend und später in der Pubertät ist es dann nicht mehr so, wie ich es jetzt beschreibe, sondern dann viel heftiger mit schlimmsten Beschimpfungen und. Wie dann eine Herzenskraft entsteht und wir wie eine höhere Perspektive einnehmen können, eine weitere Perspektive. Und nochmal mehr in die Liebe gehen, nochmal mehr in die Herzensweite gehen und uns nicht identifizieren mit dem Angriff, mit dem Angegriffenwerden, sondern in eine noch größere Weite gehen, um da die Lösung zu finden und auch eine innere Haltung, die es uns ermöglicht, dann gut und weise mit der Situation umzugehen. Das bedeutet nicht, dass man alles tut, was der andere meint zu brauchen und so von uns einklagt und so. Das bedeutet das überhaupt nicht, aber das Herz bleibt offen. Das ist übrigens etwas, was ich nochmal ansprechen möchte. Diese Herzensgüte, von der hier immer wieder die Sprache ist, diese Herzensweite, bedeutet nicht, dass wir im Verhalten der Neurose der anderen Person entsprechen. Das wäre nicht weise, sondern dass wir in unserem Verhalten so, wir sind so offen und unser Verhalten, unsere Worte, unsere Mimik, unsere Gestik ist dann vielleicht in der Lage, doch wieder das Herz des anderen zu erreichen. Nicht indem wir einfach tun und uns verhalten, so wie der andere das äußerlich möchte. Auf eine Art des Seins, die nur möglich ist, weil wir in der Herzensöffnung sind. Und das hat noch eine Chance, den anderen zu erreichen. Nur das hat eine Chance. Alles andere hat keine Chance. Wenn ich jetzt noch stark in der Ebene bin, wo ich verletzt bin und die Gram, wo du angesprochen hast, dann habe ich mal ein Buch gelesen, das heißt, man soll im anderen verzeihen, aber man braucht ihn nicht zu lieben. Ist das eine Stufe oder eine Zwischenlösung in dem Moment, in der Situation? Das glaube ich, so kann man das sehen, dass das eine Zwischenstufe ist. Das glaube ich, das hat der Autor dann so gemeint, dass man sich auf keinen Fall irgendwie dazu überreden solle, den anderen zu lieben. Es ist schon unglaublich viel, wenn es uns möglich ist, den anderen zu verstehen. Ich glaube, das ist, was du gesagt hast. Ja? Viele, viele spirituelle Menschen, egal in welcher Tradition und Religion sie unterwegs sind, versuchen viel zu schnell, sich dazu zu bringen, wieder zu verzeihen und zu lieben und überholen sich von rechts und links und das Herz kommt irgendwie nicht mit. Es ist nicht authentisch, es ist nicht wirklich gelebt und vermutlich wollte der Autor sagen, lass dir Zeit,
finde überhaupt erstmal zu einem Annehmen von dir selbst mit deinem Schmerz, Verstehen von dir selbst, Verstehen vom anderen, und das ist schon ganz viel, wenn du dahin kommst. Es ist ja eine Art Betrug, wenn man es macht und das Herz ist nicht dabei, oder? Ja, ja. Mhm. Und es führt dann zu ganz vielen weiteren Komplikationen. Ja. Auch Schuld wieder. Und vermutlich auch wieder Schuldgefühle, weil man es ja merkt, dass es nicht authentisch ist, klar. Okay. 17. Sollten gleich oder niedriger gestellte Personen mich aus Stolz verächtlich behandeln, so respektiere ich sie genauso wie meinen Lama und setze sie mir zuoberst auf den Kopf. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Ich glaube, ihr beginnt das Prinzip hier mal zu durchschauen schon. Ja? Es geht im Grunde genommen immer darum, das Gegenteil zu tun. Ja? Also genau das, was so nicht unsere normale Reaktion wäre, mal zu erwägen, ob das nicht hilfreich wäre. Also nehmen wir mal an, ich bin der Vorgesetzte. Ja? Und jemand, also so ein Lehrling jetzt gerade in der Firma, wo ich der Meister bin oder der, ja, beginnt mich, wie sind die Worte hier, aus Stolz verächtlich zu behandeln. Oder halt auch Gleichgestellte, die eigentlich Kollegen sein sollten, so eigentlich sich kollegial verhalten sollten, beginnen mich so zu behandeln. Was wäre die normale Reaktion? Ja, normale Reaktion ist doch ziemlich klar, oder? Ja, ja, was fällt dir ein? Oder dem zeige ich es mal schnell, ja? Dem niedriger Gestellten würde ich es schnell mal zeigen und dem Kollegen wüsste ich auch, wie ich den, also ja, da würde ich eventuell dann mal hier den da aufplustern und versuchen, den anderen an seinen Platz zu verweisen. Und der wäre erstmal dann nicht mehr kollegial, sondern eine Stufe drunter. Einfach mal, um sicher zu gehen, ne? Okay, und jetzt sage ich, die spielen sich auf, die verhalten sich mir gegenüber verächtlich. Und ich setze mir sie an den Platz, der für den verehrten Lama, den Buddha, auf meinem Scheitel vorgesehen ist. Das heißt, sie kriegen den Platz des Lehrers. Denn schlussendlich, was zählt am Ende unseres Lebens, ist nicht, ob wir verächtlich behandelt worden sind, sondern nur, ob wir demütig geworden sind. Also im guten Sinne, ob wir immer noch an unserer großen Ich-Bedeutung festhalten oder ob wir durchlässig geworden sind, einfache, fließende Menschen. Das zählt. Nach der Story unseres Lebens fragt da keiner mehr. Es zählen nur noch die Herzensqualitäten. Das ist das Wichtige. Und diese Situation, und das heißt dann diese Menschen, sind uns da ganz wichtige Lehrer. Ganz, ganz wichtige Lehrer. Ich kann mir vorstellen, dass ihr bei all diesen Versen jetzt gerade so dabei seid, immer so euer Leben durchzuchecken. Okay, wo habe ich das erlebt und wer kommt da in Frage? Oh, wenn ich das gemacht hätte und wenn ich das jetzt tun würde und wenn ich morgen zur Arbeit gehe und ich versuche das. Nee, also schön wäre es ja, aber nein. Ja, das ist so das, was klar bei jedem von uns passiert. Bei jedem von uns. Und dann gibt es die gesunde Rebellion. Nein, das lasse ich mir nicht gefallen. Das muss man lernen und ich muss mich doch abgrenzen lernen. Und ja, und wenn ich das Abgrenzen gelernt habe, was lerne ich dann als nächstes? Ja, dann kann ich noch mehr lernen. Dann kann ich auch, vielleicht kann ich dann lernen, die Grenzen aufzulösen oder einfach mal aus der Schusslinie zu gehen, nicht alles persönlich zu nehmen und. Ich kann auch so viel lernen. Es geht nicht nur darum zu lernen, mich abzugrenzen und mich zu behaupten und zurückzuschlagen, weil ich vielleicht aggressionsgehemmt war früher, oder? Ja, also es gibt viel mehr noch zu lernen als das, was man so meint, was mit der gesunden Psychologie so gelernt wird. Es gibt viel mehr noch. Je integrierter wir werden, und das ist jetzt das Wichtige, je integrierter wir sind und je
runder wir uns in uns selbst fühlen, desto weniger brauchen wir das, es zurückzugeben, zurückzuschlagen, uns zu behaupten. Wir brauchen uns gar nicht zu behaupten. Wir sind wer? Wir sind einfach, wir sind diese Qualitäten, die ganz natürlicherweise in uns sind und die dürfen auch weiterhin sein, auch wenn es um uns herum andere anders machen. Die dürfen einfach weiter fließen. Wir brauchen weder zu zeigen, dass wir mitfühlend sind, noch brauchen wir zu beweisen, dass wir keine Wut haben. Wir sind einfach und das Herz bleibt offen. Wir brauchen gar nichts zu beweisen, weder uns noch anderen. Schließlich, wenn uns von jemand fragt, ja, warum gibst du es ihm nicht zurück, dann kann man einfach sagen, weil ich viel zu egoistisch bin, um mir meinen Geistesfrieden rauben zu lassen. Ja, es ist doch ein Argument, das überzeugt. Das überzeugt andere wenigstens. Versteht ihr? Das ist auch tatsächlich so. Das ist mir einfach viel zu schade. Wir denken immer, wir würden mitfühlend handeln für die anderen. Das ist auch gut für die anderen. Aber vor allen Dingen, weil wir wissen ja gar nicht, ob es den anderen hilft, ob es überhaupt ankommt. Vor allen Dingen mal ist es dort spürbar, wo sich Mitgefühl entwickelt, wo es entsteht. Da ist es an erster Stelle spürbar. Und das ist es da, wo es sicher wirkt. Da ist es auf jeden Fall von Nutzen. Und dann ist es auch von Nutzen in den Beziehungen, weil es natürlich dazu hilft, Beziehungen zu entspannen und so weiter. Aber ob es voll und ganz aufgenommen werden kann, ob es wirklich die Welt revolutioniert, das muss erst noch, das braucht den anderen, das braucht all die anderen Menschen, das geht nicht alleine. Von daher ist Mitgefühl, also sind Mitgefühl, Liebe, Freude, Dankbarkeit, Demut und so weiter sind in erster Linie natürlich Qualitäten, die sich in dem Herzensgeist ausweiten, wo sie entstehen. Das wird übrigens auch im Lojong, in diesem Unterweisung hier angesprochen, dass wir uns gar nicht vormachen sollten, wir wären die großen Mitfühlenden zum Wohle der Welt. Es braucht es nicht. Es reicht zu sagen, mir ist die eigene geistige Gesundheit und die eigene geistige Freiheit so wichtig, dass ich das mir und anderen wünsche, dass wir genau so in der Welt sein können. Etwas ganz Authentisches und Gesundes. Und im Grunde genommen, das flechte ich jetzt mal ein, ist das Mitgefühl für andere und das Mitgefühl für einen selber, das sind alles nur Gegenmittel. Das sind alles nur Antidotes für Schiefhaltungen in unserem Geist, die Leid verursachen. Schlussendlich geht es um das große Wir. Ich glaube, das habe ich in dem einführenden Abend habe ich ein bisschen über das Wir gesprochen. Kann das sein? Erinnere ich mich da richtig? Das eigentlich geht es nicht darum, altruistisch zu werden statt egoistisch. Der Altruismus ist nur das Antidot für den Egoismus. Es geht darum, im Wir zu landen, wo man panoramisch denkt und die gesamte Situation einbezieht. Und da sind wir tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil. Und alle anderen ebenso. Und man nennt das den Nutzen für sich selbst und den Nutzen für andere bewirken. Das ist der technische Ausdruck im Buddhismus. Also in das Wir zu gehen und das Wir, das ist bekannt in unserer Kultur. Man denkt, früher hat man doch gesagt, beim Geschäfte machen soll man darauf schauen, dass es eine Win-Win-Situation gibt. Inzwischen spricht man ja von Win-Win-Win. Habt ihr das auch schon gehört? Also nicht nur ich und mein Partner, sondern auch noch die Natur, die Umgebung. Also dass es einen dreifachen Nutzen hat für mich selbst, mein Gegenüber und alle anderen, inklusive die Natur, der Planet Erde, die von unseren Handlungen betroffen sind. Das ist eigentlich, worum es geht. Das ist das Bodhicitta. Bodhicitta ist nicht Altruismus. Bodhicitta, der Geist des Erwachens, ist ein total situationsbezogenes Handeln mit einem vollkommen offenen Geist, wo weder das eigene Wohl verleugnet noch hochgestellt wird, noch das andere, das Wohl der anderen verleugnet oder hochgestellt wird, sondern einfach für alle gesorgt wird. Ich merke so, wenn du erzählst und wenn wir über diese Texte sprechen, dass ich so auch jetzt über das Wir
was mir fehlt dabei oder was mir so Mühe macht, ist die fehlende Identifikation. Wenn ich merke hier, wie ich mich mehr und mehr durch diese Gegebenheiten, die ich hier vielleicht einlade, auch desidentifiziere, dass etwas Grundlegendes fehlt, dass diese Sicherheit, von der du vorher gesprochen hast, dieses authentische Dasein, dieses fließende Gewahrsein vielleicht, dass es mir irgendwo keine Sicherheit in der Identifikation mit etwas gibt, was mir bekannt ist. Mhm. Ja, ich jetzt kann zwar das wahrnehmen, was gerade ist, und ich kann mich damit ein Stück weit identifizieren, ja, weil das ist die Realität, die ich gerade erlebe. Und dennoch ist das, von dem ich ausgehe, was erlebt eigentlich, das erfährt gerade Leid oder Schmerz. Drücke ich mich verständlich aus? Ja, ich würde das gerne mit dir weiterentwickeln. Also worum es hier geht, ist eigentlich eine gesunde Disidentifikation. Ja, eigentlich soll es uns aus dem Bereich der leiderzeugende Identifikation in ein gesundes, fließendes Sein bringen. Und du sprichst jetzt etwas an, wo du von einer gesunden Identifikation sprichst, die es braucht. Oder magst du das noch ein bisschen ausführen, welche Art von Identifikation es braucht? Die es braucht, das weiß ich nicht genau, welche es braucht. Was ich am Denken bin, ist, dass ich mich durch all diese Dinge, die hier vorgeschlagen werden oder die es zu erreichen gilt letztendlich, ich möchte mal sagen, ja, dass dieses Erniedrigen, ja, dieses wirklich immer wieder den Schmerz spüren, eine Ich-Anhaftung, wie leidvoll sie letztendlich immer wieder ist, dass ich dadurch ja auch etwas verliere. Also sprich, diesen Anteil, der so festhält. Ja, also wir verlieren diesen Anteil, der festhält, wir verlieren einen Teil, also die Identifikation mit dem Leid. Ja, mit dem Leid, mit dem, was leidet. Ja, mit dem, was leidet vielleicht eher. Ja. Ja, und wir verlieren, und das muss ich jetzt ehrlicherweise auch dazu sagen, auch die Identifikation mit der Freude. Die verlieren wir auch noch. Okay. Und was bleibt dann? Ja, es ist ein fließendes Gewahrsein vielleicht, der von dem, was wahrgenommen werden kann, was spürbar erlebbar ist. Ja, es bleibt ein nicht identifiziertes Gewahrsein, ein Gewahrsein, was sich nicht mit einem inneren Wesenskern identifiziert, auch nicht mit Erfahrungen, also Erfahrungen nicht vergegenständigt als meine, sondern sie erlebt, sie einfach erfährt. Wie erlebst du das, wenn du daran so denkst oder hineinspürst? Also ja, was mir Mühe macht dabei ist, dass es ja auch darum geht, etwas ins Wachsen zu bringen eigentlich. Ja. Und das ist ja wieder wie eine erneute Identifikation. Ja. Also du hast ja auch vorher angesprochen, wenn wir das werden wollen hier, Bodhisattva, dann ist da auch was Schräges dabei. Genau, ist was Schräges. Also wenn wir es wachsen lassen wollen, dann haben wir so das Gefühl, ich müsste da irgendwie was kultivieren. Genau. Ne? Ja. Ja, das kann es nicht sein. Spürst du auch, dass es das ja, nicht ist? Ja, es ist, ich finde die Worte nicht für, weil es so wie noch nicht erlebt ist, noch nicht vorstellbar, nicht fantasierbar ist. Ich glaube, du spürst das schon. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen geübter in den Worten, was das angeht. Und wir sprechen deswegen ganz bewusst davon, Qualitäten nicht zu kultivieren und nicht zum Wachsen zu bringen, sondern freizulegen. Das heißt, die Qualitäten, die diese Lebensstabilität geben, die, was man in der Psychologie ein gesundes Ich nennen würde, ja, die diese Fülle des Seins geben, die werden nicht erzeugt, sondern sie werden freigelegt. Sie tauchen auf in dem Moment, wo sich unser Geist, unser Herz entspannt, öffnet, und dann kommen sie von selber zum Vorschein, bei jedem von uns. Das heißt, sie brauchen nicht gemacht zu werden, nicht erzeugt. Sie brauchen auch nicht extra zum Wachsen gebracht zu werden, sondern je mehr wir die behindernden Geisteszustände entspannen, desto mehr kommt die Fülle dieser Qualitäten zum Vorschein. Das sind so die Worte, die wir benutzen. Und die Erfahrung, die dahinter ist, ist, dass jeder dieser Schritte, von der hier jetzt gesprochen wird, eigentlich ein Schritt in die Anstrengungslosigkeit geht. Ein Schritt
raus aus den Mustern des Machenwollens, Tunwollens, des impulsiven Reagierens in den Emotionen, in immer freiere, fließendere Geisteszustände, in denen wir ganz tief bei uns ankommen, uns ganz tief spüren, uns authentisch spüren, uns fließend spüren, uns liebevoll, dankbar, fähig in Resonanz zu treten, zu lieben und so weiter. Das, was man so die tollen Qualitäten des menschlichen Seins nennt, dass die sich dadurch zeigen, ohne erzeugt werden zu müssen. Und das gibt eine Stabilität, ohne an etwas Solidem festzuhalten. Eine merkwürdige Geschichte ist das. Eine Stabilität im fließenden Erleben, in der Fülle der Qualitäten, ohne irgendwie etwas Festes draus zu machen. Konnten dich die Worte so ein bisschen erreichen oder abholen? Sehr, ja. Verstehe ich es richtig, dass ich letztendlich auch, um diese Qualitäten freilegen, sich zu lassen, es ist ja auch etwas, was ich nicht selbstständig irgendwie wirklich tun kann. Menschen, die mich kritisieren, die mich bloßstellen, die in mir vielleicht wirklich das Gefühl von Leid oder von Schmerz erzeugen, einladen kann, ja, weil das die einzige Möglichkeit offensichtlich ist, damit diese Qualitäten sich entblößen oder entfalten letztlich sich zeigen, weil ich es selber ja nicht in der Art und Weise tun kann. Ich habe das Gefühl, du spürst das jetzt. Das ist wie eine große Einladung an alle, in diese offeneren, entspannteren Geisteszustände einzutreten und eben nicht es ihnen nochmal schwierig zu machen, sondern selber entspannt zu bleiben und andere dadurch wie anzustecken, sie einzuladen in diese Öffnung hinein. Ja, wie eine Infektion des Entspanntseins, des Offenseins. Ja, so eine Einladung. Es ist sehr ansteckend, mit offenen Menschen zusammen zu sein. Und das ist was ganz Wunderbares. Das ist so ein Geschenk, ja, so ein Geschenk. Das erleben wir manchmal, wenn wir mit Kindern zusammen sind. Da ist es manchmal dann da und manchmal begegnen uns auch Erwachsene, wo wir das erleben. Und das ist was, da lassen wir uns auch gerne von anstecken. Man spricht ja auch von ansteckender Heiterkeit, ne? Also ansteckende Gelöstheit und so in dem Sinne. Ja, jetzt erstmal die noch weniger gefragt haben. Ich möchte nochmal zurückkommen zum Vers. Und da geht es darum, ich setze mir sie zu oberst auf den Kopf im Sinne von einem Lehrer. Und ich kann das nachvollziehen im Sinne von, dass das wie ein Spiegel wird, wo ich daran lernen kann, mich zu öffnen oder eben zu entfalten. So in den positiven Qualitäten, aber wo ich drüber stolpere, ist, dass ich mir eigentlich diese Bilder, die ich mir wirklich auf den Kopf setze, auch Vorbilder sind. Und das kann ich mir bei einer Person, die mich verächtlich behandelt, und ich möchte das auch nicht als Vorbild nehmen. Das solltest du, glaube ich, auch nicht. Werde ich auch nicht. Aber was ist für mich, wenn ich mir einen Lama vorstelle, den ich mir auf meinen Scheitel setze, dann ist das für mich ein Vorbild. Ja. Und das kann ich in dem Moment nicht. Ja. Also von dem ist für mich nicht vergleichbar. Vielleicht können wir das noch ein bisschen ausweiten, die Vorstellung von einem Lama. Was die Tibeter da mitdenken, oder eigentlich kommen diese Gedanken ja auch aus Indien. Die stellen sich vor, dass der Lama, der Guru, jetzt die Form annimmt von dem, der mich demütigt. Und dass das Ganze nur ein Riesenspektakel ist, um mich aufzuwecken und mir zu helfen, mich aus dieser Ich-Bezogenheit zu befreien. Insofern könnte das ja vielleicht der Lama sein, der sich da in Form eines Widersachers manifestiert. Nicht, dass irgendjemand glauben würde, das wäre tatsächlich der Fall, aber es ist doch ein interessanter Perspektivenwechsel. Ja, so in dem Sinne. So. Die sagen dann, oh, da war mal wieder der Lama zu Besuch. So. Ja? Und dann, okay, ich nehme es an. Ja, ich nehme es an. Ja, okay. So in dem Sinne.
Ja, du darfst nochmal. Es ist ein Aspekt, wo mir auf meinem Weg begegnet ist, die Werte im Leben, Gnade und alles die Werte, wo Säge, das war irgendwie so verzerrt, als ob man das verdienen müsste. Oder das Vorbild von meinem Vater, da war nichts drin von den Werten. Und dieses fließende Sein, da sitze ich im Bunker und dann habe ich auch mal mitgekriegt, das Sein ist da. Es muss nicht verdient werden. Und wenn ich das Fenster aufmache und rausschaue aus dem Bunker, dann sehe ich das, dass es da ist oder ich fühle es. Und was für mich wichtig war, ich habe die Werte, so wie sie mir eingepflanzt worden sind, habe ich ausgemistet. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, dass ich das nicht verdienen muss, sondern dass sie da sind. Und wenn sie freigeschuffelt werden, dann kann ich die erleben. Und das war für mich ganz, ganz wichtig. Das war eine Art Befreiung. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist etwas, was auch in dem Gespräch mit dem Mann vor dir anklang. Du hast jetzt von Gnade und von Segen gesprochen als Beispiele für das, was man sonst meint, sich erarbeiten zu müssen oder irgendwie verdienen zu müssen. Und was aber eigentlich Ausdruck des Seins ist. Und das Sein ist ja schon da. Und da mag ich gern eine kleine Unterweisung einflechten. Etwas, was ganz wichtig ist bei uns in unserer Tradition. Im tibetischen Buddhismus wird viel von Segen gesprochen, den Segen zu erfahren. Das ist das, was den Geist wirklich öffnet. Und da heißt es immer, der Segen, der kommt nicht von außen, der kommt nicht von Lama. Der ist immer schon da. Segen oder das, was man auch Gnade nennen würde, ist immer schon da. Und kommt aus dem Dharmakaya, das ist so der Begriff im tibetischen Buddhismus für die Natur unseres Geistes. Aller Segen, alle Gnade entsteht aus dem oder wird spürbar in dem völlig gelösten Sein, das einfach jetzt immer schon da ist. Und da hast du auf deinem Lebensweg offenbar eine irre Reise gemacht und bist zu einer so befreienden Erkenntnis gekommen, dass es eigentlich jederzeit möglich ist, dich aus dem Bunker herauszulehnen und zu merken, hey, wow, die Fülle der Qualitäten, die ist eigentlich schon da, die brauche ich gar nicht zu verdienen. Ich brauche mich ihr nur zu öffnen, dieser Fülle. Jetzt gerade, jetzt in dem Moment, jetzt beim jetzigen Einatmen, beim jetzigen Ausatmen. Jetzt ist es da. Voll und ganz. Darum geht es eigentlich, die Qualitäten nicht woanders zu suchen. Nicht zu meinen, die würden einem von irgendjemandem geschenkt oder so. Und wenn das Säge und das so verzerrt in Fleisch ist, in uns drin, das ist nicht schön. Und wenn es dann dusse ist und man die Worte weiß, das ist wirklich ganz schön. Ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich mache noch einen, ja? Und sei ich noch so arm, immerzu von den Menschen verachtet und von schweren körperlichen und geistigen Krankheiten geschlagen, so nehme ich immer wieder, ohne je zu verzweifeln, die Fehler und das Leid aller Wesen auf mich. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Also Fehler, das habe ich nicht gut übersetzt, finde ich. Also die Negativität ist damit gemeint. Ich habe gerade noch mal im Tibetischen geguckt, was da eigentlich steht, ja. Die Negativität, also das, was man als Fehler dann betrachtet, aber eigentlich sind es die übelwollenden Geisteshaltungen und so. Könnt ihr euch das bildlich vorstellen, völlig arm zu sein, verachtet zu werden, obendrein auch noch schwere körperliche Krankheit und eventuell noch geistige Krankheit?
Ja, dann weiß ich nicht mehr, wenn ich geistig bin. Dann ist das irgendwann vorbei, gell? Ist egal. Dann ist das irgendwann, also nehmen wir mal so gerade an der Grenze. Ja, also bei mir kommt sofort das Bild von jemand so wirklich armen, bedürftigen, wie ich sie zum Beispiel auf den Straßen Griechenlands oder Indiens erlebt habe. Also jetzt echte Bettler mit ihren fehlenden Gliedmaßen und unglaublich schwierigen familiären Bedingungen und dann das Schwierige aller Lebewesen auf mich nehmen. Also auf mich nehmen, was bedeutet das dann eigentlich? Also erstmal bedeutet es, mich dafür zu öffnen, mich berühren zu lassen, anzunehmen. Also ich bin quasi ich bin so tief, wie ich tiefer gar nicht fallen kann. Und dann sagen diese Praxisinstruktionen, und genau dann, wenn du so tief im Leid steckst, wie es tiefer eigentlich gar nicht geht, genau dann richte deinen Herzensgeist auf das Leid anderer, aller, wenn du magst. Und mach dich da nochmal auf, durchlässig. Der Spruch, der da benutzt wird, um diese Geisteshaltung zu verdeutlichen, geht ungefähr so: Wo ich doch jetzt schon leide und es so schwer habe im Leben, möge mein Leid und mögen meine Schwierigkeiten wenigstens dazu dienen, andere davon zu befreien. In dem Sinne, wenn es doch so sein könnte, dass ich meine schwierigen Situationen durchlebe, wenn es irgendwie helfen könnte, andere davon zu befreien, möge deren Leid zu mir kommen und möge es sich mit meinem Leid verbinden, indem ich es ganz und gar durchlebe, annehme und auflöse, möge es sich für die anderen auflösen. So ist die Geisteshaltung, die jetzt hier eigentlich gemeint ist. Und das Auf sich nehmen bedeutet nicht, und da müssen wir wirklich ganz gut zuhören, jetzt vielleicht auch eine Notiz machen, auf sich nehmen heißt nicht, dass man meint, ich nehme jetzt Leid auf mich, zum Beispiel ich atme jetzt, stellen wir mal vor, wir atmen jetzt die Schwierigkeiten anderer, die hier im Raum mit uns sind, wir atmen sie ein. Mit dem authentischen Wunsch, sie auf uns zu nehmen. Das bedeutet aber nicht, dass wir dann wie daran ersticken oder ja, dass es uns erdrückt, weil wir sie in dem Moment so vergegenständlichen, sondern wir nehmen sie an im Sinne davon, dass ich mich voll und ganz für die Erfahrung öffne, wie es ist sozusagen. Ich mache den Wunsch, dass andere befreit davon sein mögen und dass sich das im eigenen Geiste auflöst. Also kein Annehmen und dann kleben lassen und völlig sich identifizieren, auch noch mit dem Leid der anderen, sondern so, dass wir uns bei der Praxis eine riesen Lichtsphäre im Herzen vorstellen, ein Lichtpavillon, ein Lichtzelt. Und was wir einatmen, löst sich in der Weite des Nichthaftens auf. Es bleibt nicht. Wir nehmen. Und in der Weite des nichthaftenden Geistes, der die illusorische Natur der Erfahrungen durchschaut, löst es sich wieder. Sofort. Wenn dieses nicht greifende Wissen um die wahre Natur der Erfahrungen da ist, dann bleibt nichts hängen und kleben. Das ist unser Mangel an Durchlässigkeit, dass dann so etwas hängen bleibt und wir uns wie belastet fühlen. Aber wenn wir so weit und offen sind, wie es halt Liebe und Mitgefühl und Weisheit ermöglichen, dann bleibt nichts hängen. Und dann ist es auch nicht so, dass sich das Leid etwa transformiert und dann was anderes rauskommt, sondern das Leid löst sich auf. Wir sind aber berührt, wir sind im Erleben drin, in einem ganz durchlässigen, fließenden Erleben. Und daraus kommt die natürliche Antwort auf die Situation. Und die fließt, symbolisch gesprochen, mit dem Ausatmen, mit der nächsten Geistesbewegung, fließt sie hin zu denen, an die wir gerade denken.
Das ist gemeint damit. Also nicht ein auf mich nehmen und dann wird das alles wie ein Dreckhaufen in mir. Ja? Ja, so versteht man das leider auch manchmal, wenn man diese Visualisationen dann hört und so. Und das denkt man, was bin ich denn? Dann werde ich doch nur zu einer einzigen Müllhalde. Überhaupt nicht, nicht im geringsten. Je mehr wir uns öffnen, je mehr wir in unser Herz einladen an Schwierigem, desto strahlender, desto leuchtender wird unser Herzensgeist, desto offener, desto beweglicher und schwingungsfähiger und gar nicht belastet, nur angerührt. Zwischen Belastung und Angerührtsein ist ein großer Unterschied. Man kann zutiefst angerührt sein, zu Tränen in den Augen, ohne belastet zu sein. Das kennt ihr doch. Ihr kennt das doch, so betroffen und angerührt zu sein und gleichzeitig so eine Liebe und Mitgefühl zu spüren, dass es euch eben nicht belastet, sondern dass eine Situation ganz leicht zu tragen ist, weil eben das Herz so angerührt ist und wir so im Schwingen sind. Wenn wir nicht wirklich schwingen und in der Sorge sind und im Vergegenständlichen, dann sind Situationen belastend. Dann ist das, was uns andere erzählen, was wir von ihnen wahrnehmen und so, das belastet uns dann. Aber wenn wir es schaffen, den Weg ins Mitgefühl, in die Liebe zu finden, ins wirkliche Schwingen, dann kommt die Erleichterung. Könnt ihr das nachvollziehen, was ich versuche zu beschreiben? Bitte? Aber klar, es ist eine unerschöpfliche Lichtquelle. Ja, theoretisch ist es klar, aber irgendwo dann wirklich den Schalter umzudrehen, das finde ich immer so schwierig. Also, jetzt machen wir das mal. Ja, behalt mal noch das Mikro, wer weiß, was noch kommt. Also, von der Theorie in die Praxis. Wie geht das? Beschreib mir mal so weit, wie du innerlich kommst damit, wenn du das jetzt umsetzen möchtest. Wie geht das? Wie machst du das? Ja, dass einfach dann auch sehr starke Gefühle auftauchen und die mich wie wegschwemmen. Genau. Genau, du bleibst schön mit dem Mikro nahe, aber es tauchen starke Gefühle in dir auf, wenn du dich so öffnest für das, was, wir sind jetzt noch bei dem Beispiel, was andere erleben. Ja, du öffnest dich ganz stark dafür und dann tauchen starke Gefühle auf. Und dann besteht die Gefahr, dass sie dich wegschwemmen. Mhm, genau. Und dann, was würdest du dir für einen Rat geben? Jetzt springst du mal kurz in die Guru-Rolle und der Guru gibt dir einen Rat. Wie kannst du damit umgehen? Zuerst einfach auch mal wieder akzeptieren. Erstmal akzeptieren, dass da jetzt starke Gefühle angeregt sind. Und dann, wie geht's weiter? Du kannst in irgendeine Richtung weitergehen. Es ist, jede Richtung ist richtig. Wie würdest du dann jetzt, du nimmst dich an, oh, du bist, sag mal, ein Beispielsgefühl, was da so zum Beispiel entsteht. Ja, es ist einfach wie so ein Sog, wo mich mitreißt. Ja, aber der Sog besteht aus was für Gefühlen? Was für Gefühle haben da diese Sogkraft? Es ist einfach etwas, was mitreißt. Ja, ja, ja. Halt mal schon mein Mikro am Mund. Was nimmt dich da? Was ist es denn? Was, schwierig. Was für ein Schwung kommt denn da? Schwierig zu sagen. Soll ich mal eine Vermutung äußern? Ja, gerne. Ich nehme an, dass es etwas Unbewältigtes in dir ist. Ja, ja. Ja, ne? Etwas Unbewältiges, etwas wird in dir angestoßen, was so eine Kraft hat, dass du es gar nicht benennen kannst, so schnell geht das. Wollen wir jetzt eine Weile dabei bleiben, so dass du es, vielleicht kannst du es ja doch ein bisschen benennen. Was läuft denn da ab? Es ist ein Schmerz einfach. Ein Schmerz, ne? Ah. Es tut so weh. Genau. Es tut wahnsinnig weh. So ein starker Schmerz. Und genau das wird angeregt, wenn wir mit dem Schmerz anderer begegnen. Yangchen, du kümmerst dich um Siglinde, gell? Weil das ist jetzt gerade das... Danke, dass du den Mut hattest. Du darfst auch gerne das Mikro abgeben. Weil du bist jetzt an den entscheidenden Punkt gekommen. Das ist genau das, warum das so unbenennbar ist und so stark. Weil wir mit dem eigenen Schmerz begegnen. Und dieser eigene Schmerz ist das, was uns belastet. Nicht der Schmerz der anderen. Das ist das, was uns so wegtreibt, gell? Ist gut, wenn du mir in die Augen schaust, dann ist das viel leichter auszuhalten.
Und das geht so schnell. Wir erleben etwas und das berührt was aus unserer Biografie, aus unserem Unverdauten. Und, schon sind wir in einem inneren Drama. Aber es ist nicht das Drama der anderen Person. Es ist das, was in uns dadurch angerührt wurde. Und das zeigt, wie wichtig das ist, das in unserem eigenen Geist aufzuräumen. Ich kenne das ganz gut, wovon du sprichst. Ganz, ganz gut. Geht mir auch so. Da ist es, wo es schwierig ist, die Theorie in die Praxis zu bringen, weil das so wahnsinnig schnell geht und so stark ist. Das heißt, wir brauchen dann erstmal ein bisschen Raum. Da ist was angeregt worden und müssen wie erstmal ein bisschen raus aus der Situation, ein bisschen uns um uns selber kümmern und schauen, was ist da eigentlich, was möchte da in mir angenommen werden. Und erst wenn wir das alles angeschaut und angenommen haben und es sich befreien konnte, dann sind wir in der Lage, wieder in die Situation zu gehen und die nächste Dosis auszuhalten von dem, was dann ausgelöst wird. Und das geht viele Male so, dass wir, um das in die Praxis zu bringen, reingehen, Schmerz erleben, dann lernen, wie wir den sich lösen lassen können, wie es bewusst werden kann, wie da Gewahrsein rankommt, annehmen und dann kommt wieder was, kommt wieder das Nächste. Linda hatte mir schon per E-Mail vorher geschrieben, dass sie diese Frage bewegt. Deswegen habe ich mir erlaubt, dich ein bisschen näher ranzunehmen. Ja. Weil das ist der springende Punkt. Wir laufen vor unseren eigenen Schmerzen weg. Das ist der einzige Grund, warum wir nicht im Mitgefühl sein können. Es gibt keinen anderen Grund. Wir laufen vor etwas, einer schmerzhaften Erfahrung weg. Und es ist nicht der Schmerz beim anderen, es ist der eigene Schmerz. Das hindert uns daran, mitfühlend zu sein. Es ist so schwer auszuhalten. Es ist unglaublich schwer auszuhalten, wenn man sich dem Ganzen öffnet, weil das steckt alles in uns. Und da möchte ich euch auch in einer zusätzlichen Klammerbemerkung auch eine weitere Unterweisung nennen, die mir auch sehr geholfen hat, und zwar, dass alle Erfahrungen der 6 Daseinsbereiche, das ist so ein Ausdruck im Buddhismus, wo man mit sagt, von dem Himmel bis zur Hölle, ja, alles bildet sich in uns ab. Wir haben Zugang zu himmlischen wie höllischen Gefühlen. Und alles dazwischen, Hungergeister, tierische Gefühle, die ganze Welt der Menschen, die streitenden, rivalisierenden Halbgötter und die Götter, ist alles da in uns. Die 6 Welten sind in uns. Und um wirklich Mitgefühl entwickeln zu können, müssen wir die 6 Welten in uns annehmen. Das heißt, unsere höllischen Erfahrungen, auf der Seite waren sie, die himmlischen Erfahrungen, das ganze Spektrum dazwischen. Und das ist ein verflixter Weg, das alles in uns anzunehmen und sich befreien zu lassen. Und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt und es ist wie von selber, dass es dann auch bei anderen passiert. Und wir haben alle Traumata in uns. Wir haben Dinge erlebt, an die wir uns gar nicht mehr erinnern können, die so am Bewusstsein vorbeirauschen. Die sind zu stark, um vom Bewusstsein wahrgenommen zu werden. Und die sind so an der Schwelle des Bewusstseins und all die wollen integriert werden. Und jedes bisschen, was davon integriert wird, hilft uns, mitfühlender zu werden. Jedes bisschen. Dieser kleine Moment, den du eben durchlebt hast, dieser kleine Moment, der ist unglaublich kostbar. Ja, sowas, das öffnet das Herz. Ich sehe dich jetzt auch schon wieder in der Freude angekommen. Das ist wunderbar, ja, weil das ist genau das, was es tut. Boah. Diesem Sog, ja, jetzt gerade nicht ganz gefolgt zu sein und ja, so, es geht, da kann sich was lösen und ich habe ein bisschen was von dem Schmerz gespürt und es hat mich nicht fortgetragen. Und so, das ist genau, was uns dann die Herzensweite gibt, um tatsächlich in Situationen mitfühlend zu bleiben, wo wir vorher nicht mitfühlend sein konnten. Weil wir unseren eigenen Schmerz in dem Bereich noch nicht angenommen hatten, noch nicht verdaut hatten, noch nicht gelöst hatten. Man kann niemandem vorwerfen, dass er nicht mitfühlend ist oder dass sie nicht mitfühlend ist. Das geht gar nicht.
Das sind die natürlichen Schranken dessen, was wir an Schmerz aushalten bis jetzt, ja, und was wir so in uns befreien können. Wenn wir nicht mitfühlend sein können, dann ist einfach die Dosis zu stark. Und da müssen wir gucken, wie wir da rankommen in einer Form, dass die Dosis stimmt und dass wir das integrieren können, Stückchen für Stückchen. Und das ist die Kunst von geschickten Wegbegleitern, ob sie nun Therapeuten heißen oder Dharma-Lehrer sind oder gute Freunde im Umkreis oder unsere Partner, was auch immer. Menschen können füreinander solche Wegbegleiter sein und uns dann so stabilisieren und helfen in den Momenten, wo so etwas angerührt wird. Ja. Ganz schnell, aber. Vielen Dank, es war ganz, ganz. Ja, Rosi. Ich glaube, dass. Meine Güte, habe ich überzogen heute. Oh, meine Güte. Ich mache sofort Schluss. Habt eine gute Heimfahrt. Und grüß den Endrik, ja? Gut. Ich darf euch meine Schwägerin vorstellen, die Frau meines Bruders. Ja. Also ich mache sofort Schluss. Ich habe es nicht gemerkt. Ja? Sunamdiye tamje sipane tamne ne pejanam pamjane kenga na ji palam dopai sipen sole dova dova shu. Also, alles Gute noch für den Rest des Abends.